Graz ist eine Silberstadt, bei dem Reichtum sind wir platt. Tja, bei uns gibt's Reichtum auch, die Scheibser Kuhring für den Bauch. Scheibs ist auch eine schöne Stadt, die ganz viel zu bieten hat. Ich begrüße zuerst natürlich den Künstler selber, mit der Gattin, Die tragende Säule, ja, die hat geholfen, wie nur was. Und darf zuerst, bevor ich dann mit der Begrüßung weiter fortfahre, ganz kurz etwas sagen über den Künstler, aber wirklich nur ganz kurz, geboren in Wien. Grafische Lehr- und Versuchsanstalt auch in Wien. Akademie der Bildenden Künste in Wien bei Rudolf Hausner. 1973 ist das wichtigste Jahr in ihrer Familie. Die Heirat, 4 Kinder. Hat einen Lehrauftrag bei Rudolf Hausner bekommen und den Kulturpreis der Stadt Scheibs. 2007 wurde ihm der Berufstitel Professor verliehen. 2008 weitere Auszeichnung, goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich. Und 2013, also kürzlich, in Anerkennung und Würdigung seiner herausragenden Leistungen für das Bundesland Niederösterreich, erhielt Josef Bramer das große Ehrenzeichen durch Landeshauptmann Erwin Bröll überreicht. Als zweiten begrüße ich den Laudator, Dr. Franz Fischler. Danke, dass Sie zugesagt haben. Die Frau Bürgermeister oder Frau Bürgermeisterin. Vollkommen wurscht, ich glaube. Das ist die Christine Dünnwald, die dann auch einige Grußworte sprechen wird. Und in Vertretung des Bürgermeisters offiziell, unsere Stadträtin Ingrid Schwierigsauer. Sie wird dann auch die Euro. Die Umrahmung, die musikalische, es passiert immer was, geschieht durch den Scheibser Dreier, Elisabeth Handl, Berda Hengstberger und Gudrun Schagerl. Bitte. Und wenn's einmal schön abbar wird und auf die Eimern grär, wenn der Gosser mit die Gossel geht und Zähnchen mit die Kier, holla jo hüri, 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 großartiges Haus. Ich habe nur beim Rübergehen jetzt ein bisschen geplaudert und gesagt, da waren auch früher Zeiten die Gewerke einquartiert. Ja. Und das ist eine ganz wunderbare Architektur, die ihr hier zu bieten habt. Es freut mich ja ganz besonders, den Herrn Dr. Franz Fischler, EU-Kommissär in Unruhe, heute unter uns begrüßen zu dürfen, als Laudator unseres Josches. Herzlich willkommen auch, wir freuen uns wirklich. Unsere Scheibser Mädels, ich habe schon gesagt, das ist der Kunstexport, der sich am besten verkauft, und dann kommen die Fashion Scheibser Mädels, die wir natürlich immer gern mitnehmen. Danke mich ja nochmal bei der Frau Stadträtin und wie gesagt beim Herrn Professor. Dankeschön. Scheibs und Schwarz, das ist bekannt, sind durchs Sch so eng verwandt. Haben vor etwa 20 Jahren im Fernsehen kämpft, Schwarz hat verloren. So, jetzt darf ich den Laudator Dr. Fischler bitten, zu uns zu sprechen. Ja,
Lieber Josef Bramer, lieber Professor Josef Bramer, liebe Frau Bramer, sehr geehrte Frau Bürgermeister, Herr Dr. Lacher, meine sehr geehrten Damen und Herren aus Niederösterreich und Tirol, liebe Fans des Joschi Bramer. Ich bin angerufen worden aus Scheibs und da wurde mir gesagt, ich würde den Joschi Bramer kennen. Da habe ich gesagt, ja, den kenne ich sogar sehr gut. Ich habe sogar ein Bild von ihm zu Hause. Ja, also daher hat sich also dann dieser heutige, mein heutiger Beitrag entwickelt. Nun, meine Damen und Herren, es ist nicht so leicht, wie manche glauben, dem Joschi Bramer und seiner Kunst gerecht zu werden. Die Ausstellung ist überschrieben mit nachdenklich, Punkte, Punkte. Die Punkte bedeuten, dass es um eine Einladung geht. Sie mögen bitte nachdenken, wenn Sie an den Bildern des Joschi Bramer vorbeigehen und wenn Sie sich diese anschauen. Das Besondere an der Kunst des Josef Bramer, der ja, wie wir aus seinem Lebenslauf gehört haben, aus der Schule des Wiener Fantastischen Realismus hervorgegangen ist, ist einzigartig. Sie werden wirklich in ganz Europa nirgendwo einen Künstler finden, wo man sagen könnte, ja, das ist also so wie Josef Bramer. Und das zeichnet ihn aus. Er ist einmalig und er hat für sich selber eine Technik und auch ein Oeuvre entwickelt, das mittlerweile weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt ist. In Ostösterreich, aber auch im umliegenden Ausland ist Josef Bramer mittlerweile längst sozusagen eine Marke geworden, ist längst sehr bekannt, ist auch vielfach ausgezeichnet worden, hat viele Ausstellungen gemacht und eigentlich können wir es als Tiroler und auch hier in Schwarz uns als eine große Auszeichnung anrechnen, dass diese Ausstellung zustande gekommen ist. Wenn das noch dazu sozusagen die gekränkte Seele der Schwarzer, dass sie gegen die Scheibser irgendwann einmal verloren haben, auch noch ein bisschen zufriedenstellt, dann ist es ein zusätzliches Plus, dann ist es sozusagen noch auch ein Friedensangebot der Scheibser an die Schwarzer. Gut, meine Damen und Herren, ich möchte nicht zu lange werden. Ich möchte wirklich den Organisatoren danken, dass sie diese Ausstellung möglich gemacht haben. Ich möchte Ihnen, lieber Joschi Bramer, ganz, ganz herzlich danken, dass Sie bereit waren, Ihre Bilder hier in Tirol zu zeigen. Und ich darf nur wünschen, dass diese Ausstellung ein so großer Erfolg wird, wie es sich diese Ausstellung verdient. Alles Gute. Ich sage ein paar Worte kurz, dass ich mich natürlich freue, dass so viele gekommen sind. Auch einige Schwarzer Künstler und ich habe ein paar beeindruckende Werke von den Künstlern gesehen in diesem schönen Hof. Und ja, jetzt muss ich mal einen Schummelzettel nehmen, weil ich schon viel vergesse. Ja, so, also bedanke mich für die Einladung, der Schwarzer hier auszustellen. Ich habe ja vor 20 Jahren, war das schon einmal ein sehr guter Boden, wo auch der Herr Dr. Fischler anwesend war und das wiederhole ich mich jetzt. Mir hat das wirklich sehr beeindruckt. Er hat gar nicht so sehr über meine Arbeit damals gesprochen, nur grundsätzlich über den Realismus in der Malerei. Und da hat er etwa so gesagt, dass er der Irrglaube, dass ein Betrachter bei einem realistisch gemalten Bild nichts mehr dazu beitragen müsste, weil eh schon alles da ist. Das ist falsch, man muss sich sehr wohl auf die Bilder einlassen, was er heute auch wieder gesagt hat. Jedenfalls danke an die Schwarzer die Einladung, danke Herr Dr. Lach, es war auch mit Ihnen eine schöne Zusammenarbeit, ich war ein bisschen lästig am Telefon, gelegt hat und einen großen Dank an Herrn Dr. Fischler. Noch einmal.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ausstellungsbesucherinnen und Besucher, es ist mir heute eine Ehre und auch eine große Freude, dass ich heute diese besondere Ausstellung eröffnen darf. Es ist ja kein Zufall, dass heute ein Künstler aus Scheibs ausstellt. Und so wünsche ich mir, dass diese Freundschaft zwischen Schwarz und Scheib, die jetzt 22 Jahre überdauert hat, ich habe schon gehört 100 Jahre, so weit wollte ich gar nicht vorgreifen, aber dass sie auch noch weitere Jahrzehnte besteht und dass wir uns noch oft in einer so schönen Runde treffen, wie wir uns jetzt hier getroffen haben. Abschließend möchte ich der Ausstellung auch, wie schon gesagt wurde, sind ja hervorragende Bilder, einen großen Erfolg wünschen. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend und eine interessante Auseinandersetzung mit den Werken des großen Künstlers Professor Josef Bramer. Und noch was ansagen? Alles klar. Alles klar. Die Ausstellung ist eröffnet. Ja. Ganz in der Nähe von der Tür.